willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Herzlich willkommen zu einem erneuten FIFA 16 Video. Ja, Freunde, heute stelle ich euch die FIFA 16 Covers vor. Leider habe ich noch nicht alle gefunden, zum Beispiel Spanien, Italien und leider auch Deutschland. Da gab es einfach noch kein Cover im Internet. Deswegen habe ich das leider nicht am Start dafür. Habe ich aber viele weitere Covers am Start und am Ende auch noch eine kleine Überraschung bei den Covers. Und was ganz am Ende auch noch kommen wird, ist die Auslosung des 300.000 Münzen Giveaways. Das habe ich ja, beziehungsweise ich habe ja 300.000 Münzen verlost beim Wer bin ich mit dem CBT. Da habt ihr Hashtag CBT war hier in die Kommentare schreiben müssen und von den Leuten werde ich mir dann einen raussuchen per random.org und den werde ich dann eben bekannt geben. Der muss mir dann einfach nur eine Nachricht schreiben, aber am Ende werde ich das nochmal genauer erklären und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Cover. Wie ihr schon sehen könnt, ist das erste Cover das Cover für Australien, für das Land Australien. Links haben wir Cahill, in der Mitte natürlich Messi, Lionel Messi, dann eben vorne dieses FIFA 16, das ist dann aber auch bei jedem Cover dasselbe. Und rechts haben wir dann noch eine Frau des australischen Nationalteams. Das sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus, links ein Mann und rechts eine Frau. Dazu halt noch dieses Legends. Rechts unten natürlich ist das nur bei der Xbox wieder dabei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Cover. Das nächste Cover ist dann das von England bzw. für England. Rechts haben wir jetzt eben Henderson von Liverpool mit der Kapitänschleife, den zentralen Mittelfeldspieler, den Engländer. Und es gab ja auch so Abstimmungen auf den sozialen Netzwerken wie zum Beispiel Facebook, Twitter und Instagram. Und da konnte man eben selbst entscheiden, wer jetzt aufs Cover kommen sollte. Da haben die Spieler gepostet, dass man eben für sie voten soll. Dann konnte man sozusagen selber mitentscheiden, wer da jetzt aufs Cover kommt. Und in England hat es dann eben Henderson geschafft. Auf das französische Cover hat, wie soll es auch anders sein, Antoine Griezmann von Atletico Madrid geschafft. Er hat natürlich seine überragendste Saison gespielt und eindeutig war er der beste Franzose. Vielleicht hätte es auch Pogba oder so schaffen können, aber Griezmann hat es dann letztendlich aufs Cover geschafft. Ich finde, das sieht einfach richtig cool aus. Neben Messi ein Liga BBVA Cover, könnte man schon fast sagen. Mit seinen roten Schuhen dann noch, das sieht richtig, richtig fein aus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Cover. Shinji Kagawa befindet sich dann auf dem nächsten Cover und wie soll es auch anders sein? Das ist natürlich das japanische Cover. Shinji Kagawa spielt im Moment nicht eine allzu große Rolle in Dortmund. Trotzdem ist er auf dem japanischen Cover drauf. Und da wollte ich auch noch sagen, dass ich eben nicht bestätigen kann, dass die Covers wirklich so kommen. Nicht, dass ihr dann in die Kommentare schreibt, das kann gar nicht so sein, der Spieler ist es nicht und das ist gar nicht so. Und du kannst das noch gar nicht wissen, EA sagt sowas noch gar nicht. Ich habe einfach nur im Internet recherchiert, um euch eben zu zeigen, wie die Covers aussehen könnten. Das heißt, es ist jetzt keine hundertprozentige Bestätigung, dass die Covers dann eben so aussehen und das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Auf dem nächsten Cover befindet sich dann ebenfalls eine Frau, genauso wie schon beim australischen Cover, und das ist das Cover für Kanada. Und in Kanada hat ja auch EA ihren Hauptsitz und das ist auf jeden Fall das Cover. Auf das lateinamerikanische Cover hat es dann Cuadrado geschafft und der hat mir bei der WM sehr, 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 sehr gut gefallen. Leider spielt er bei Chelsea jetzt keine große Rolle, ich weiß gar nicht wieso eigentlich. José Mourinho sollte den eigentlich mehr spielen lassen, aber Cuadrado war bei der WM einfach ein absolutes Biest und die Fans haben sich dann dazu entschieden, ihn eben auch aufs Cover zu packen und das ist eben das Cover für Lateinamerika. Hier haben wir dann das Cover von Mexiko. Ganz ehrlich, diesen Spieler kenne ich einfach überhaupt nicht. Ich habe 0, gar keine Ahnung, wer das einfach ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das zum Beispiel ein Carlos Vela sein könnte, der ja auch eine gute Saison gespielt hat eigentlich. Aber das ist einfach irgendein Spieler, keine Ahnung. Vielleicht haben wir mexikanische Zuschauer, vielleicht gibt es da ja wen. Also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Cover. Auf dem nächsten Cover befindet sich dann wieder eine Frau und diesmal ist es Alex Morgan aus der USA, das heißt eben, das ist das Cover für die USA. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das die eine 5-Sterne-Skillerin ist, denn es gibt ja eine 5-Sterne-Skillerin bei den Frauen in FIFA 16. Das wäre auf jeden Fall richtig cool, falls ihr es wisst, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Cover. Auf dem Cover für die Schweiz, da haben wir dann Jan Sommer, den Tormann von Borussia Mönchengladbach. Auf jeden Fall auch eine richtig coole Sache, dass man da auch einen Tormann hat. Also in der Schweiz gibt es dann also Jan Sommer auf dem Cover und dann sehen wir uns auch schon beim letzten richtigen Cover. Der ein oder andere wird sich gerade gefragt haben, warum ich gesagt habe, wir sehen uns bei den letzten richtigen Covers. Ja, von am Ende habe ich noch so ein paar, man kann schon sagen, Verarschungen der FIFA 16 Covers am Start. Zuvor habe ich aber noch das Cover für Österreich am Start mit David Alaba, mit wem denn auch sonst, den Linksverteidiger von Bayern München, den jungen Österreicher. Und dann sehen wir uns jetzt auch schon bei den lustigen Covers. Das erste von drei lustigen Covers ist dann eben das und es ist eigentlich mehr oder weniger nur lustig, denn das ist ja sozusagen ein Abbild der FIFA-Korruptionen, die in diesem Jahr richtig zum Vorschein gekommen sind
Da waren auf jeden Fall viele schlimme Dinge dabei, wenn man das so sagen kann. Und natürlich ist der Präsident da mit verwickelt und deswegen hat eben einer dieses Cover gemacht. Auf dem nächsten Cover steht dann der FIFA-Präsident Sepp Blatter schon hinter Gittern. Das sieht auf jeden Fall auch richtig lustig aus. Ist eigentlich auch ziemlich gut bearbeitet und unten stehen dann neue Spielmodi, wie zum Beispiel den Gefängnismodus jetzt mal so übersetzt. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig lustige Idee. Und dann sehen wir uns auch schon beim letzten und für mich auch dem besten Cover für FIFA 16. Das ist eben das lustigste Cover, wie ich finde. Das ist eben EA, ein Gangster eigentlich aus GTA und er hält eben das Money in den Händen. Er hat eben sehr, sehr viel Geld und das verdient er sich sozusagen dadurch, dass er die Spieler dazu bringt, FIFA Points zu kaufen. Durch die Price Ranges kann man sich eigentlich fast nur noch FIFA Points kaufen. In FIFA 16 wird es aber auf jeden Fall viel, viel besser werden. Jetzt sagt man natürlich, ja, EA will nur Geld verdienen. Ich finde, dieses Cover entspricht nicht ganz der Realität. Ja, Freunde, ich finde, in FIFA 16 wird das zu 100% richtig, richtig geil werden. Denn dann wird es keine Cheater mehr geben, also Cheater, keine Leute, die sich Coins kaufen. Ich hoffe, das wird so sein. Denn wenn die Price Ranges richtig angepasst sind, kann man sich durch normales Spiel richtig gute Spieler leisten können. Wenn die Price Ranges richtig angepasst sind, wird das auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel werden. In FIFA 15 kam das alles ein bisschen plötzlich, deswegen hat EA auch so viel Hate erhalten. Aber alles in allem finde ich Price Ranges einfach richtig gut. Sie hätten es einfach nur in FIFA 16 bringen müssen. In FIFA 15 war es dann eigentlich ziemlich unnötig, zum Ende jetzt noch sehr viel Unordnung reinzubringen in das ganze Spiel. Der Markt war kaputt, alles war kaputt. Aber in FIFA 16 wird das, denke ich, eine richtig coole Sache. Die Spieler werden günstiger sein. Man kann sich das alles ganz normal erspielen. Hoffe ich zumindest. Und deswegen war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Das ist eben das letzte Cover. Es entspricht nicht ganz der Realität. Es entspricht der Realität von FIFA 15, kann man so sagen. In FIFA 16 wird es dann hoffentlich anders werden. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde das nicht so. Also ich meine, das ist ja das Spiel von EA. Deswegen haben sie auch das Recht sozusagen, damit Geld zu verdienen und ihre FIFA Points zu verkaufen. Das macht ja jedes andere Spiel genauso. Und diese Münzen sind ja mehr oder weniger erglitscht. Da ist dann aber auch wieder EA schuld, dass sie das eben nicht patchen sozusagen, diese Glitch. Damit sich diese Leute eben gar keine Coins erglitschen können. Und ja, sonst alles in allem finde ich es eigentlich besser mit den Price Ranges. In FIFA 16 wird das sicherlich eine coole Sache und ich hoffe es einfach auch. Ich kann es natürlich noch nicht wissen, aber ich denke, das wird viel, viel besser werden als FIFA 15. Da ist alles dann ganz genau angepasst. Wie gesagt, einfach eure Meinung in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall mitdiskutieren, ist auf jeden Fall ein heißes Thema. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und dann erzähle ich euch jetzt auch noch, wer das 300.000 Münzen Giveaway gewonnen hat. 300.000 Münzen hat Florian Fähringer gewonnen. Falls du das jetzt eben siehst, dann musst du mir einfach eine Nachricht auf YouTube schreiben oder einfach auf Facebook und dann werde ich dir eben deine Coins übergeben und dann seid bitte nicht böse, falls ihr nicht gewonnen habt. Es wird auf jeden Fall noch weitere Giveaways geben, denn ich habe noch ein paar Coins in FIFA 15 und dann lasst ihm auch gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr eben Giveaways sehen wollt und falls ihr mehr FIFA 16 Stuff sehen wollt. Und dann würde ich sagen, was ist jetzt auch wirklich mit dem Video? Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.